Herzlich willkommen zur heutigen Folge Minecraft Project Ozone 2. Und zwar musste ich unten, also mit Black, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar musste ich unten eine Pause machen. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Und zwar haben wir hier unsere Energie, gerade unsere Datenspeicher. Sieht hier gut aus und hier gut aus und hier nicht gut aus. Und da auch nicht. So. Und da wir hier oben noch Platz haben, hatte ich schon so eingeplant gehabt. Werden wir jetzt, warum auch immer hier zum Beispiel das auch gerade, also wir haben zwei leere, das heißt, wir können 17 neue Deep Storage Sachen einlagern, die nicht in den normalen, nicht in den normalen Drives gespeichert werden, sondern im Deep Storage System. Die Frage ist jetzt gerade erstmal, was zum Geier, wieso hast du hier nichts drin? Aha, ich hätte über die Priorität noch hochsetzen müssen. Was für eine Priorität. Na, ich hatte mich ja gewundert, warum ich 79.000 Iron in den Drives habe. Das liegt daran, dass die Deep Storages keine Priorität höher wie die Drives haben. Und deswegen schmeißt er das nicht in die Deep Storage, sondern ins normale System. Super. Okay. So 100. Aber zum Glück haben wir kaum Deep Storage, da fällt das nicht so auf. Dann wieder. So, machen wir die. Ja, du wolltest gerade was sagen? Nö. Ich versuche gerade nur mit Lex zu bauen. Und das ist lustig. Also dazu muss man vielleicht kurz sagen, Black lädt gerade parallel zu unserer Aufnahme heute eine Folge eines weiteren Neues Projekt, sagen wir es mal so. neues neuen Projektes hoch. Also wir sind gerade wieder mal voll im neue Projekte anfangen und hoffen natürlich, dass wir von euch Feedbacks kriegen, was ihr gut findet, was ihr vielleicht nicht so gut findet, so dass wir das dann entsprechend weiterführen können oder halt natürlich gegebenenfalls einstellen können. Also wenn ihr jetzt sagt, das Projekt XY gefällt euch überhaupt nicht, dann sagt uns das und dann ja, lassen wir das, weil ja. Oder auch nicht, je nachdem. Yeah, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir es lassen. Jetzt muss ich kurz überlegen, klar. Ob da noch eine Ebene drunter kam. So, ups. Entschuldigung. So. Pilze wachsen. Ja. Das mit den Pilzen wird er euch in einer der nächsten Folgen dann auch zeigen, wenn er fertig ist mit dem Umbauen da hinten. Meine Wunderpilze. Genau. Und nein an die Drogenverantwortlichen, nicht solche Pilze, hoffe ich. Sie schillern bunt. Oh Gott. Die Schön Anhörung in bei den Neonfarben. Jugendverantwortlichen, da nimmst denn du noch. Hey. Das erstmal. Das war ein Nein. Falls jetzt der Eindruck entstanden war, dass das eine freiwillige Aussage war, dann muss ich mich entschuldigen, dann war dieser Eindruck falsch. War das deutlich genug? Nein. Okay. Ich suche meine Lassos. Ja. Ups. Ja, meine Golden Lassos mit den Imps. Also. Die werden nämlich bei mir hinten wieder versklavt. Die armen Tiere, Viecher, was auch immer. So, hops. Erinnert dich das an irgendwas? Ja. Nichts Gutes. Ich weiß noch, wie die Hey. Viecher dann. Beim letzten Mal haben sie gut Ja, gearbeitet. Die sind genau. dann abgehauen, ich weiß noch. Ach ja.
So, also wir sind hier gleich durch. Und dann wird es eine wunderschöne Aufgabe für mich offscreen geben. Und zwar muss ich jede einzelne Festplatte aus dem Speicher nehmen und in eine Import-Output-Unit packen, damit der die leerräumt und dann entsprechend neu einsortiert. So, aber erstmal brauchen wir unsere neuen Deep Storage Units. Und zwar brauchen wir 15 Stück 15. und 15 Genau. Storage Buses. So, ich vermute allerdings mal, dass uns dafür wieder mal die klebrigen, genau, Slimeballs fehlen. Ach, ist es nicht immer wieder schön. So, aber wir haben genug Käse diesmal, insofern. Und falls ihr euch jetzt fragt, was Slimeball mit Käse zu tun hat, falls ihr die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, man kann aus Slime, aus Käse, Zucker und Kaktusgrün Slimeballs machen. Und auch aus Oder man Essenzen. fährt einfach in der Schweiz. Ja. Ich äußere mich jetzt nicht dazu weiter. So, Storage Bus, wo ist er denn da? Brauchen wir jetzt noch 14 und dann kann der nämlich. Es fehlt echt ein verschönter Slimeball. Äppeln. Ah, wie süß die aussehen. Was, die Slimeballs? Nein, die Imps. Die grinsen noch. Betonung liegt auf noch. Weil sie noch nicht arbeiten müssen. So. Ich glaube, die können gar nicht arbeiten. Deep Und ich werde Storage sie natürlich nicht. Unit. Ich sag erstmal Tschüss. Ich werde sie natürlich nicht versklaven. Wir haben Ich werde jetzt sie schlachten. wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten, womit wir jetzt weiterarbeiten können. Und zwar können wir einmal mit einem Dimensionstransceiver eine Deep Storage Unit bauen und Reinforced Obsidian und noch so ein teures Zeug. Nein, wir bauen es hier unten mit Machine Chases und Vakuum Chests. Das ist nämlich wesentlich einfacher. Und damit geht damit los, dass wir 15 Basic Capacitors brauchen. So, 7 haben wir schon. Dann werden wir uns noch 8 bauen lassen. Dazu brauchen wir, das sehen wir dann an den Vakuum, also wir brauchen ja 4 Vakuum-Chests pro Deep Storage Unit. Das heißt, wir brauchen 60 davon. Das heißt, wir brauchen 60 Pulsating Irons und dafür brauchen wir wieder 2, 4, 6, 8, 480 Enderium Ingots. Ne, nicht Enderium, Pulsating. 400, wie habe ich gerade gesagt? 400. 80, ne? So. Seht, da haben wir alles mehr als genug da. So, was brauchen wir dann noch? Ein paar Chests, das ist dann Pillepalle. Und dann brauchen wir noch Steel. Und zwar für 15 Chases brauchen wir also 15 mal 4 sind 60 Steel. Deep. Ach, wir haben 6000 auf Lager. Perfekt. Warum auch immer wir 6000 Steel auf Lager haben, will ich, glaube ich, nicht wissen. So. Was sagen die Capacitors? 11? Oder können wir die 11 schon mal anfangen? So, dann brauchen wir nämlich noch. Ach, das müssen wir nochmal zu einem Terminal gehen. Hier neben unserem Sexy-Block. Lass den sexy Block stehen. Ich mach doch gar nichts. Sonst pflastere ich das ganze Haus damit zu. Ja. In den Momenten bin ich froh, dass ich immer noch ein gewisses Druckmittel habe. Tinte? Nein. OP-Rechte. So. Kommst du online die ganze Welt nur mit sexy Blöcken? Ja. Das Schlimme an der Sache ist, das traue ich dir sogar zu. Danke. Bitte. So. Also das ist ja das Rezept, das habe ich euch in einer letzten Folge schon gezeigt. Es wird zwar angezeigt, dass man das in einem normalen Crafting-Feld machen kann, geht aber nicht. Das muss man definitiv im QED machen. Das ist eine falsche Anzeige im Nay. So, jetzt muss ich gerade mal gucken.
Also ihr seht hier, der hat zum Beispiel schon fast die kompletten Pulsating Irons gemacht. Also wir haben dort eine Redstone Furnace dranhängen. Und die haut da echt das Zeug durch. Das ist eine wahre Wonne. So, ups. Damit haben wir unsere 15 Machine Chases. Und da haben wir gleich unsere Deep Storage Units fertig. So, ups, ups. Aber zuerst unseren Vakuum-Chests. Und zwar brauchen wir erstmal Chests. Und zwar hatten wir gesagt 60. So, könnt ihr erstmal rödeln. Dann brauchen wir 60 davon. Machen wir einen kleinen Stack. Wir haben es ja, wir können es ja. So. Dann sollte man davon 60 machen können, genau. Pulsating Crystals. Und jetzt sollten wir theoretisch 60 Vakuum-Chests kriegen, wenn er mit den Chests schon, ups, mit den Chests schon fertig gewesen wäre. Was er natürlich nicht war. 36. So, ups, wie schaut es denn aus? Ups. 60. Da haben wir unsere 60 Vakuum-Chests. Und dann können wir theoretisch schon mal 6 bauen. So können wir, kommen wir nicht weiter. Plastik-Sheets. Oh, Plastik. Okay, also brauchen wir Rubber. Komm, geh weg. Den Rubber. Hallo? Das wollte nicht. Also das gehört auch noch zu den Sachen, die wir auf jeden Fall mal automatisieren müssen bei Gelegenheit. Jetzt jagen wir das hier kurz durch. Dann brauchen wir Blacks schlauen Zettel. So. Gleich sagte ich, nicht jetzt. Ich komme immer zu früh. Okay, das war schon wieder eine Information, die keiner wollte. So. Ach, komm schon. Immer diese schlecht vorbereiteten YouTuber, das ist echt schlimm. Hoi. So, jetzt sollte man die restlichen herstellen können, hoffe ich. Und auf unsere 15 kommen. Wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Ja. Ach so. Tja, ist okay. Nächster Versuch. Was? Was? Nix? Ne. 15. Ach so, halt. Und dann brauchen wir ja noch unsere schönen Täfelchen, um zu sehen, was da genau ist. Und zwar nennen die sich Deep Storage Labels. Und davon brauchen wir jetzt noch 15 Stück. Hoffe, ich habe genug Papier. Perfekt. Ich sag mal hello again. Bist du wieder da? Ja. Ach, die Imps sind so süß. Bumm, rausgeflogen. User was kicked vom Server, ne? Nein, Golden, wo ist denn mein goldener? Hä? Beutel? Ach da. Ups, da drinnen dürften nämlich. Ne, ist noch keine mehr. Hä? Was denn? Was suchst du? Ich dachte, ich hätte noch irgendwo, oder wir hätten noch irgendwo Wireless. Ach, da sind sie. Connectors gehabt, weil wir nämlich jetzt hier erstmal auf jeden Fall den rechten von dem linken Strang teilen müssen, trennen müssen. Was ist denn jetzt hier passiert? Wo? Ah, okay. Ich war im falschen Modus vom Anzeigewerkzeug. So. Wir haben nämlich 30. Ja, das haut nicht hin. Also müssen wir das trennen. Und hier hinten jetzt praktisch einen eigenen Point
machen. Einen eigenen WLAN-Point. So, das heißt, wir trennen als erstes die alte Verbindung. Installieren dann die neue. Und hoffen dann, dass wir am Kern irgendwo noch einen freien Platz finden. Komm schon, Kern, freier Platz. Ja, da ist doch noch Platz. So. Hops. Okay. Und jetzt können wir die ersten Deep Storage Units, die ersten neuen, installieren. Device online. Perfekt. Aber das werden wir von der anderen Seite machen, damit wir auch wieder rauskommen. Sonst könnte das ein bisschen problematisch werden. So, hops, dann brauchen wir E-Conduits, und zwar diese. Ups. Nee, hops. Und dann so. Geh weg. Geh, sag mal. Mal. Nee. So. Ist ja wieder von der lustigen Sorte, wa? Ja. Okay, mega. Kennst mich doch. Ja. Leider, ne? So, dann brauchen wir unsere Storage Buses. Eins. Hä? Hat sich gut versteckt, aber ich find's so. Nee, stimmt, da muss die erst noch ein normaler Konduit dazwischen. Ach Mensch, dann brauchen wir Glaskabel. Das sind immer dann die Schönheiten, wenn die verschiedenen Mods nicht miteinander richtig funktionieren. Denn das ist leider hier so, dass man diese Storage Buses und so weiter alle nur an normale ME-Glaskabel packen kann. Sonst passiert das, was ich gerade hatte, dann im besten Fall ver... Was? Tschüss. Du leftest schon wieder. Ja. Unglaublich. Mhm. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Na! 6. So. Und dann stellen wir jetzt überall diesmal gleich vorne weg die Werte ein. So. Black, dann brauche ich bitte mal die ersten 6 Sachen. Die ersten 6. Hm? Das waren Blaze Rod. Blaze Rod. Nether Ward. Nether Ward. Technicolor. Yep. Arrow. Heat Sand. Heat Sand. 2, 4, 5, 1 noch. Painted Soil. Painted, oder? Ja. Ja. Painted Soil. Painted. Was? So, okay. Das. Ja. Das. Also ich programmiere es jetzt gleich praktisch, dass das auch gar nicht erst irgendwas anderes in die entsprechenden Deep Storage Units reinlaufen kann. Wie es jetzt bestimmt hier garantiert gelaufen ist, na, war mir doch fast klar. Lead Ingot, Lead Ingot. Was ist denn das 7? Soul Sand. Halt. Boah, Mann, geh mir nicht auf den Sack. So, Soul Sand. Gut. Weil nämlich das jetzt gerade passiert, was eigentlich nicht passieren sollte,
Ich habe praktisch einfach bloß hinten die Priorität erhöht und dadurch hat er einfach das nächste Material, was halt gerade ins System wollte, da reingeknallt. Das war jetzt natürlich nicht unbedingt clever. Und vor allem, ich weiß auch nicht mehr, was der zweite war. Das zweite. Nein, das zweite, was ich eigentlich. Warte mal, hier ist doch Gunpowder. Gunpowder steht auch auf der Liste. Ja, hier ist ein Deep Storage Unit mit 89.000 Gunpowder. Okay, gut. Also das muss ich noch mal anschauen. Vom Prinzip her bauen wir jetzt einfach die nächsten Deep Storage davor und bereinigen praktisch das System. Das machen wir bis zum nächsten Mal, weil das ist jetzt einfach bloß noch, sobald da die Deep Storage, die wir jetzt gebaut haben, da drin stehen, rausnehmen, einfüllen, fertig. Also wirklich mega unspannend. Wir danken euch fürs Zuschauen. Black kommt gerade zurück, um mir mit zu helfen. Und ja. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.